Präsentiert von Vulcano Brennstoffe. Okay, so, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Daunerinnen und Dauner, im Schatten von unserem Schutzpatron, dem heiligen Laurentius, darf ich Sie alle und natürlich auch unsere Gäste aus nah und fern herzlich willkommen heißen zur offiziellen Eröffnung der St. Laurentius-Kirmes 2019, dem für uns größten Volksfest der Vulkaneifel. Wir freuen uns alle gemeinsam, dass es endlich wieder soweit ist und wir fünf tolle, fröhliche und friedliche Tage vor uns haben. Kirmes hat eine lange Tradition. Aus dem Kirchweihfest entwickelte sich ab dem Mittelalter die Veranstaltung, wie wir sie heute kennen, mit Warenhändlern, Schaugeschäften und Ständen. Ursprünglich Fest zum Gedenken an den Stadtpatron, an die Einweihung der Stadt- und Dorfkirche. Die ganze Stadt kam zusammen, um zu feiern, ausgelassen zu tanzen und gemeinsam zu essen. Ich kann mich noch gut in meiner Jugendzeit daran erinnern. Niemand arbeitete während der Kirmes. Für die Bauern war es die einzige freie Zeit im Jahr. Ein Fest für die ganze Familie. Die Verwandtschaft kündigte sich an. Wie gesagt, Essen und Trinken vom Besten wurde geboten. Für junge, heiratswillige Menschen war die Kirmes eine willkommene Gelegenheit, einen geeigneten Partner kennenzulernen. Über die Jahrhunderte hinweg gab es verschiedenste schaustellerische Darbietungen. So traten unter anderem Artisten und Jongleure auf. Es wurden außergewöhnliche Menschen, Tiere oder Objekte ausgestellt und Theaterstücke aufgeführt. Oft übernahmen die Schausteller auch eine pädagogische Aufgabe, indem sie der breiten Öffentlichkeit die neuesten technologischen Erfindungen präsentierten. Zur heutigen Zeit immer größer, höher und schneller, heißt die Devise seit dem letzten Jahrhundert. Während sich die Neuheiten des Fahrgeschäftssektors überschlagen, werden die klassischen Schaustellungen immer rarer. Ein herzliches Dankeschön und Willkommen sage ich allen Schaustellern und Vereinen, denn diese sorgen mit ihrer Arbeit überhaupt erst dafür, dass wir Kirmes feiern können. Vielen Dank für Ihr Engagement. Die Herren sitzen hier vorne bei uns. Ist mal ein Applaus hier. Der Orchestergemeinschaft Daun-Ulmen, die Sie in meinem Background sehen, danke ich für die musikalische Eröffnung und damit die gewährte Unterstützung heute. Dieser Dank geht selbstverständlich auch an den Vorsitzenden des Musikvereins Daun, Hermann Josef Letsch. Hermann Josef Hammerdich. Hat versteckt, da ist er. An den Vorsitzenden des Musikvereins Ulmen, Herrn Rolf Denkel. Dankeschön, dass ihr da seid. Und Herrn Thomas Wagner, den wir als stellvertretenden Landesmusikdirektor hier bei uns in Daun begrüßen und der auch heute das Dirigententum übernommen hat. Wo ist er? Herr Wagner, herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass die Nähe zu unserem Nachbarn nach Ulmen Früchte trägt und erhoffe mir eine gute Zusammenarbeit der beiden Vereine in Zukunft. Herr Stadtbürgermeister Thomas Kerben, den habe ich auch eingeladen, der ist leider verhindert und hat sich bei mir persönlich entschuldigt. Von hier aus auch die besten Grüße nach Ulmen zum Thomas Kerben. Danke. Mein Dank gilt aber auch allen Aktiven, die durch die Standdienste in den Vereinen für das leibliche Wohl sorgen. Ganz besonders danke ich der Polizei, dem DRK, der Feuerwehr sowie allen Rettungs- und Ordnungsdiensten für ihre Arbeit während der Dauner Laurentiuskirmes. Ich denke, das ist auch mal ein Applaus wert für diejenigen, die im Hintergrund für uns so viel leisten. Aber auch die Anwohner im Bereich der Kirmes rund um uns herum bitte ich um Nachsicht für die Unruhe, die das Kirmestreiben für Sie mit sich bringt. Herzlichen Dank für Ihre Toleranz.
Schön, dass auch unser Prinzenpaar, Prinzessin Inge und Prinz Karl-Heinz mit Gefolge, hatte ich eigentlich gerechnet, aber zu unserer Eröffnung gekommen seid. Die beiden werden also im Anschluss noch einige Grußworte an uns richten. Ich freue mich auch von der politischen Seite, dass ich heute bei der Kirmeseröffnung mit Manfred Krag, hoch die Tassen, Manni, Hennes Schwung und Andreas Meyer, die Beigeordneten unserer Stadt, an meiner Seite weiß. Den hier Anwesenden, Damen und Herren unseres Stadtrates gilt ebenfalls ein herzliches Willkommen. Dies gilt auch natürlich für unseren Seniorenbeirat. Ich denke, das ist auch eine Sache. Ein herzliches Willkommen ebenso unserem Pfarrer Ludwig Hoffmann von der katholischen Kirche, der natürlich einen ganz besonderen Bezug zum Wetter hat und zu unserem heiligen Laurentius, zum heiligen St. Nikolaus. Da wollen wir uns nicht vor verwehren. Vielen Dank, dass Sie da sind. Für die Landespolitik darf ich hier herzlich unsere Landtagsabgeordneten Frau Astrid Schmidt, Herrn Gordon Schnieder hier begrüßen. Ein ebenso herzliches Willkommen sage ich unserem treuen Gast und ehemaligen Bundestagsabgeordneten Dr. Edmund Geisen. Edmund, schön, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen. Für die Verbandsgemeinde Daun begrüße ich den ersten Beigeordneten, Herrn Ottmar Manschauer. Herzlich willkommen, lieber Ottmar. Ich grüße natürlich und selbstverständlich auch die hier anwesenden Ortsvorsteher unserer Dauner Stadtteile Boberath, Gemünden, Neukirchen, Kützborn, Rengen, Steinborn, Waldkönigin und Feiersbach. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Begrüßen möchte ich auch meine Vorgänger im Amt des Stadtbürgermeisters, Wolfgang Jensen. Herzlichen Dank, dass du den Weg zu uns gefunden hast, Wolfgang, auch bei aller Schwierigkeit, die dazu beigetragen hat. Herzlich willkommen. Heinz Mengelkau ist auch irgendwo. Habe ich nicht gesehen, der hatte sich... Ach, Heinz Mengelkau, herzlichen Gruß. Danke. Martin Ruprecht hat sich für heute entschuldigt, das kann ich gut und gerne verstehen. Das ist im Einklang auch mit mir passiert. Da steckt nichts Übles dahinter. Also herzlich willkommen, dass ihr den Weg zu uns geschafft habt. Für die Verbandsgemeindeverwaltung Daun sage ich Herrn Arnold Schneider sowie den anwesenden Abteilungsleitern ein herzliches Willkommen. Ein ganz besonderer Dank geht an die Ordnungsabteilung, die maßgeblichen Anteil an der Vorbereitung und Durchführung der Kirmes hat. Herzlich willkommen, Arnold. Ich freue mich natürlich auch ganz besonders, dass die Herren unserer Banken da sind, hier im Speziellen von der Volksbank Rheinaer Eifel, Herrn Direktor Thomas Glassmann und von der Kreissparkasse Vulkaneifel, Herr Filialdirektor Wolfgang Hennen. Beide Herren sind auch in der Stadtpolitik verankert, also das ist alles in solider Hand. Für die Bundeswehr begrüße ich Herrn Joachim Mack. Herzlich willkommen, Herr Mack. Der Kommandeur hat sich aufgrund des Urlaubs entschuldigt. Das ist doch insofern akzeptiert. Für die Dauner Schulen und Behörden entbiete ich den anwesenden Leitern, respektive den Stellvertretern, ein herzliches Willkommen. Ist jemand von den Dauner Schulen da? Das ist nicht der Fall. Aber trotzdessen. Ja, das ist natürlich alles schwierig. Am Montag geht die Schule los. Das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Ein herzliches Dankeschön sage ich den Dauner und Donarisquellen für die Übernahme der Kosten für die Kirmeswerbung und zahlreiche alkoholfreie Getränke für diese Eröffnung und auch für die Bewirtung unserer Musikerinnen und Musiker. Vielen Dank ebenso auch an die Firma Getränke Schreiner und die Bitburger Brauerei. Ihnen haben wir Freibier und Freigetränke zur Eröffnung der Kirmes zu verdanken.
Es ist mir da ein besonderes Anliegen in Vertretung von Herrn Geschäftsführer Lamberti, der Firma Getränke Schreiner, das Ehepaar Schreiner herzlich zu begrüßen. Wo seid ihr beiden? Da hinten seid ihr einmal vorhanden. Schön, Mathilde, dass du da bist. Euer Kirmesgast. Die Herren der Bitburger Brauerei lassen sich aufgrund der Urlaubszeit entschuldigen. Das ist auch insofern nachvollziehbar. Danken möchte ich aber auch den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dafür sorgen, dass für die Kirmes Wasser und Strom da ist. Dass Marktstände und Fahrgeschäfte ihren Platz finden und dass die Innenstadt während der Kirmes nicht im Müll versinkt. Den Mitarbeitern unseres Bauhofs gebührt darin der wesentliche Anteil. Ich begrüße daher, könnt ihr ruhig klatschen, angebracht, vollkommen angebracht. Ich begrüße daher unseren städtischen Vorarbeiter Friedrich Heil, den habe ich schon gesehen, und den Platzmeister Herrn Daniel Schimmering. Herzlich willkommen. Sowie natürlich auch unsere anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Bauhofs. Es ist schön zu sehen, mit welcher Gelassenheit und dennoch Konsequenz ihr diese Aufgaben wahrnehmt. Auch dem Marktmeister für den Laurentiusmarkt, der sitzt ja vor mir, am Mittwoch, Herrn Dieter Wilhelm, danke ich für seine seit Jahren geleistete bewährte Arbeit. Dieter, wir wissen ziemlich genau, was das an Arbeit bedeutet und sind froh, dass wir dich haben. Wie in den letzten Jahren üblich, werden wir dich auch natürlich am Mittwochmorgen unterstützen, wenn der große Run losgeht. Das muss man mal erlebt haben. Bei 3 Kilometer Stand innerhalb der Stadt Daun ist das eine ganz besondere Herausforderung. Ich danke dir dafür, Dieter, für die geleistete Arbeit und nehme auch das zum Anlass, dir zu danken für deine kommunalpolitische Tätigkeit bis hierhin, auch in der letzten Legislaturperiode und für die gute Zusammenarbeit. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank sage ich auch unseren Dauner Kur- und Freizeitbetrieben. An der Spitze Herr Thomas Rädlein und Frau Michaela Schenk. Habt ihr euch versteckt, ihr zwei? Kommt mal hier vorne zu mir. Das sind die guten Geister im Hintergrund mit all den anderen, die ich angesprochen habe, die immer wieder da sind im Laufe des Jahres bei allen Veranstaltungen, wie zuletzt Klassiker auf dem Vulkan, was ein sehr großer Erfolg auch wieder dieses Jahr war. Und die beiden schaukeln das mit ihrem Team und das ist was ganz Besonderes. Ihr seid auch mit den Vorbereitungen und letztendlich mit der Durchführung auf dem Laurentiusmarkt intensiv beschäftigt und man sieht, was da alles dahinter steckt. Herzlichen Dank für eure Arbeit und weiterhin alles Gute. Ich freue mich über die Anwesenheit der Redakteure von Eifelzeitung, SWR, der Herr Kring ist da, dann ist vom TV der Alvin Ixfeld da. Und hoffe natürlich auf ein positives Presseecho und nicht zu gute Fotografien, wenn ich nachher im Fass mich abarbeite. Ja, wenn Alois Meyer, einer unserer Stadtgeschichtsschreiber sozusagen, recht hat, dann feiert Daum in diesem Jahr zum 682. Mal seine Kirmes. Und damit ein Fest, das dem Frohsinn und der Freude gewidmet ist. Eine Bitte habe ich an alle Kirmesbesucher. Tragen Sie alle dazu bei, dass auch diese Kirmes ein fröhliches und friedliches Fest wird. Allen Besuchern der Dauner Kirmes wünsche ich nun viel Vergnügen und 5 tolle Tage. Und bevor wir nun mit dem offiziellen Fassanstich beginnen und ich die Kirmes endgültig starte, gebe ich das Wort, wie angekündigt, an unsere Tollitäten Prinzessin Inge und Prinz Karl-Heinz. Bitte schön. Ja, vielen Dank, lieber Friedhelm, für die freundliche Einladung, der wir gerne gefolgt sind. Es ist uns eine Ehre, mit dir zusammen die Dauner Laurentiuskirmes zu eröffnen. Herzlich willkommen an alle Besucherinnen und Besucher der Dauner Laurentiuskirmes und ein freundliches Helaf an alle Jecken und Karnevalisten. So langsam neigt sich unsere amtierende Zeit als Dauner Prinzenpaar dem Ende zu. Es war eine super tolle Zeit, die wir nie im Leben vergessen werden. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei der Dauner Narrenzunft,
einem tollen Team, das uns mit voller Kraft unterstützt hat. Bei allen Downer-Institutionen, die ihren karnevalistischen Beitrag hervorragend geleistet haben. Bei allen Nachbargemeinden für die tollen Empfänge und das positive Feedback. Bei der Hildesheimer Stadtgarde, die uns zu einem sehr ergreifenden Karnevalsgottesdienst eingeladen hatte. Jedes Event für sich war ein absolutes Highlight. Nicht zu vergessen das Höhner-Konzert im Rahmen der Klassiker auf dem Vulkan. Auch wenn es manchmal wünschenswert wäre, die Welt anzuhalten und diese schöne Zeit länger genießen zu können, sollten wir dankbar sein für jede gesunde, fröhliche und friedliche Stunde. Wir wünschen allen Besuchern im Rahmen der Dauer Laurentius-Kirmes ein schönes, harmonisches Fest. Euer Prinzenpaar 2019. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank, ihr beide, für die tollen Worte, die ihr an uns gerichtet habt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Ausgang der Session bis zum November. Und wir werden uns sicherlich nicht aus den... Ich freue mich heute hier ein Prinzenpaar zu sehen. Es ist einfach schön. Schön, klasse. Besonderer Applaus. Ganz toll. Ja, ihr beiden, dann seid ihr entlassen. Ich wünsche euch weiterhin noch viel Vergnügen hier bei uns und wir warten dann auf ein Musikstückchen noch. Bitte. Ja. Bei dem Wetter bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wir müssen was gegen den Durst tun. Der Eifler fliegt zu Saaren, da das Speertrinkerwetter. Ne? So, dann möchten wir mal übergehen zu dem, wo wahrscheinlich ganz viele Menschen, die hier versammelt sind, drauf warten, all dem, glaube ich. Ne? Ja. Dazu brauche ich aber noch eine feste Unterstützung. Das hat sich in den letzten Jahren als gut bewahrheitet. Bei meinem Vorgänger habe ich da immer gehandlangert und heute macht der Manni Charakter. Manni, darf ich dich zuhören? Nee, nee, ich glaube, da ging selber dabei. So. Wer ist er? Das ist ja Rucki Zucki. Also, es ist angezapft, liebe Leute. Ich würde mal sagen, Handwerk hat Gold und Boden, ne? Prost! Prost! Ja, es ist angezapft. Ich wünsche Ihnen allen eine herrliche Dauner Kirmes. Viel Spaß bei uns in der City. Schönen Austausch, viel Freude miteinander. Und mir bleibt aber auch nichts anderes zu wünschen übrig, als wie jetzt auch schon zu sagen im Vorfeld. In Daun gibt sich das eine Fest in die andere Hand rein. Es wird gefolgt werden vom Mare-Moselauf. Es kommt der Mountainbike auf uns zu. Es geht weiter im Jahreslauf. Und wir würden uns alle freuen, wenn Sie uns immer wieder hier in Daun die Hand halten und sind dabei und unterstützen das, was unsere Gewerbetreibenden und unsere Vereine so alles aufbringen und leisten. Es wäre schön, Sie auch in Zukunft hier bei uns zu sehen. Ihnen allen viel Spaß und viel Vergnügen. Danke.